Ja, wir sind viele, so wie ihr viele seid, die dennoch alle aus dem einen hervorgegangen sind. Ob du es nun männlich, weiblich oder sächlich betrachtest, bezeichnest und empfindest, es ist das eine, das große eine Sein, derer Aspekte es unendlich viele gibt, wovon du ein sehr komplexer Aspekt bist, mit unendlich vielen Unteraspekten. Dies gilt natürlich für jedes einzelne Wesen, doch für Menschen insbesondere, da sie trotz der Besonderheit ihrer Art auch Gemeinsamkeiten aufzuweisen, dennoch jeder Mensch ein so einzigartiges Individuum ist, dass die Komplexität seines Seins die von anderen Wesen weit übertrifft. Diese Komplexität verwirrt euch des Öfteren und wir wollen euch helfen, sie zu vereinfachen. Indem du dich als Baum betrachtest, als ein Baum mit einem Stamm, ja, mit einem Stamm, aus dem viele Äste hervorgehen, aus denen viele Zweige hervorgehen, aus denen viele Zweiglein hervorgehen, aus denen dann die Blätter hervorgehen, die in sich selbst nochmal die Struktur eines Baumes aufweisen und somit höchst komplex und dennoch fraktal strukturiert eine Selbstähnlichkeit haben mit dem einen großen Baum, der sie alle gemeinsam sind. Diese Selbstähnlichkeit ist auch in Menschen enthalten in Bezug auf die gesamte Schöpfung. Jeder Mensch kann als Schöpfung betrachtet werden, die in sich ein vollkommenes Ganzes bildet. Und so wie die Schöpfung in ihrer Komplexität nicht wirklich in Gänze und im Detail erfassbar ist durch einen Menschen, so ist der Mensch selbst auch nicht in seiner Gänze und Komplexität in jedem Detail erfassbar von dir, menschlicher Persönlichkeit, die in ihrem Wahrnehmen und Denken doch des Öfteren sehr begrenzt erscheint und lebt, was jedoch kein Nachteil ist und kein Makel, wenn du es nicht als einen solchen betrachtest, dann kann die Fähigkeit der Nichterfassung der komplexen Vollständigkeit deines Seins dir dazu verhelfen, dass du das Leben in diesem Moment einfach genießt im Unverständnis desselben. Du kannst dein Bemühen loslassen, alles verstehen zu wollen. Du kannst die Idee loslassen, alles verstehen zu können. Du kannst es dir einfach machen, indem du das Leben als einfach betrachtest und nicht versuchst, das Leben in viele tausend Unterfächer zu kategorisieren, wie es doch in der Vergangenheit die Tendenz des menschlichen Geistes oft war, was sich nicht auf alle Menschen bezieht, sondern auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, wo du selbst entscheiden und einschätzen kannst, ob du zu einer solchen gehörtest bzw. sogar noch gehörst. Der Versuch, das Leben zu verstehen, verkompliziert es unnötig und erschwert den Genuss desselben enorm. Von daher empfehlen wir dir, zumindest phasenweise, zeitweise, temporär und immer wieder mal, die Idee des Verstehenwollens und Verstehenkönnens komplett loszulassen und das Leben als solches zu genießen, was es ist, ein unteilbares Kontinuum seiner selbst, das in sich, ähnlich wie eine Qualle, hin und her wabert in höchst komplexer Weise, nämlich nicht nur in drei Dimensionen, sondern in vielen Dimensionen, die eben auch wirklich nicht erfassbar sind von deinem menschlichen Geist, und dass du dieses Wabern einfach als Energie wahrnimmst und die Wirkung dieses Waberns genießt. Denn das Leben wabert durch dich hindurch, es wabert um dich herum, es wabert aus dir heraus und in dich hinein. Dies sind höchst komplexe Vorgänge.
und doch bleibt es ein Wabern, ein Lebendigsein, das Leben als Qualle, als Wabern. Kannst du, wenn du möchtest, dir erlauben, jetzt zu genießen. Wir wünschen dir viel Freude dabei und sei dir gewiss, du kommst damit der Wahrheit und dem Erfassen des Lebendigen weitaus schneller, tiefer und näher als mit jeglichem Gedanken, den du darüber denken könntest. In diesem Sinne, viel Freude beim Wabern.